Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch gerne die Manga zeigen, die ich im August gelesen habe. Und ein bisschen könnt ihr jetzt schon hier nebendran sehen. Ich wollte das jetzt nicht alles neben mir auf dem Stuhl platzieren, weil es sind doch einige Bände und nicht, dass sie mir dann wieder abstürzt. Manga, das ich im August gelesen habe, ist der zweite Band der Pretty Guardian Sailor Moon Eternal Edition aus dem Egmont Manga Verlag und von Naoko Takeuchi. In dem ersten Teil ging es ja hauptsächlich darum, wie sich die ersten fünf Sailor-Kriegerinnen finden, wobei der Part mit Sailor Venus ja am Ende des ersten Bandes so ein bisschen angefangen hat, hier aber eigentlich mehr weitergeht. Geht es in dem zweiten Band mehr um die Vergangenheit von Sailor Moon / Bunny Tsukino. Für mich heißt Usagi Tsukino immer noch Bunny Tsukino. Ich werde das auch nicht ganz ablegen können, also wundert euch nicht. Ich weiß es, wie sie richtig heißt, aber als Kind der 90er wird das irgendwie immer Bunny für mich bleiben. Es geht hier um ihre Vergangenheit als Princess Serenity und auch die Vergangenheit von Mamoru / Prince Endymion und dem Dark Kingdom. Und ich mag diesen Arc sehr, sehr gerne. Ich mochte ihn schon immer sehr gerne. Bunny als Prinzessin, oh, ich liebe es. Fantastisch. Also lese ich total gerne. Deswegen mochte ich auch jetzt den zweiten Teil eben super, super gerne. Wie auch schon in meinem Fazit zum ersten Band. Ich liebe die Zeichnungen. Sie wirken alle sehr feminin, sehr weiblich, sehr zart. Aber die Charaktere, also die Mädels hier drin, wirken dadurch auch sehr stark und selbstbewusst. Und ich mag dieses Charakterdesign total gerne. Ich mochte das wirklich als Kind schon richtig gerne, die Manga-Version. Ja, aber auch der Anime der 90er Jahre hat natürlich seinen totalen Reiz, denn da kommt gerade so, oder da kam die Humorsache eben auch wesentlich besser rüber als jetzt hier im Manga. In dem Manga geht es auch wesentlich schneller alles vonstatten, also es gibt hier keine Filler Folgen und ja, was geht gut schnell zur Sache hier. Irgendwas wollte ich noch sagen, genau. Also wie auch in meinem Fazit zum ersten Band, das wird sich, denke ich, auch mit der Reihe nie ändern, habe ich tatsächlich das Gefühl, dass die Charaktere hier wesentlich älter wirken als 14 Jahre. Eher so, als wären sie schon 16, 17. Das ist auch mittlerweile heutzutage mein einziger Kritikpunkt an der Reihe, dass sie eben wesentlich älter wirken, als sie eigentlich sind. Aber ja, wie gesagt, ich mochte diesen Band sehr gerne mit der Geschichte um Princess Serenity und Prince Endymion. Ich mag auch die Atmosphäre, die Beziehung zwischen Bunny und Mamoru, die kommt hier richtig gut rüber und man hat halt auch so das Gefühl, dass Mamoru nicht einfach nur so der hübsche Part am Rand ist, der sie ab und zu mal rettet, wobei eigentlich, wenn man ehrlich ist, das ja doch eher andersrum gewesen ist, jedenfalls in der Serie, die aus meiner Kindheit stammt. Da musste ja Mamoru doch öfters mal von den Mädels gerettet werden. Nee, ich habe so das Gefühl, dass die Beziehung hier auf einer ganz anderen Ebene stattfindet und dass sie hier eine gewisse Gleichberechtigung hat, beziehungsweise dass Mamoru hier auch als
Mann hinter ihr fungiert, der sie eben unterstützt und der wirklich für sie da ist. Also ihr merkt, ich komme aus dem Schwärmen nicht raus, deswegen werde ich einfach mal schnell weitermachen, da ich nämlich heute auch gar nicht mehr so viel Zeit habe. Nach Sailor Moon habe ich dann zum ersten Band von Demon Slayer gegriffen. Alles weitere, der Verlag Manga Kalt und den Mangaka, das verlinke ich euch, also das blende ich euch dann hier unten ein. Ich habe, glaube ich, so Probleme, den Familiennamen vom Mangaka richtig auszusprechen, deswegen lasse ich das lieber. Ja, worum geht's in Demon Slayer? Es geht um den jungen Tanjiro Kamado, der seinen Lebensunterhalt damit verdient, dass er Kohle verkauft und als vor kurzem sein Vater gestorben ist, hat er sozusagen die Rolle übernommen, sich um seine Familie zu kümmern. Er hat auch mehrere Geschwister und ja, als er dann eines Tages eben ins Dorf hinabwandert, ins Tal, um dort Kohle zu verkaufen, wird er von einem Dorfbewohner noch dazu eingeladen, die Nacht bei ihm zu verbringen, da es sonst zu beschwerlich wäre und zu gefährlich, vor allem jetzt in der Nacht und bei den Witterungsbedingungen nach Hause zurückzukehren. Und Tanjiro nimmt dieses Angebot auch an, nur um dann am nächsten Tag festzustellen, als er dann zu Hause ankommt, dass seine Familie komplett, also seine Familie wurde überfallen und wurde komplett getötet, bis auf seine jüngere Schwester Nezuko, die noch atmet, als er sie findet. Und er nimmt sie mit, dann aber von einem jungen Mann aufgehalten, der Tanjiro angreift, weil er nämlich der Meinung ist, dass seine Schwester oder dass seine Familie von Dämonen ausgelöscht worden ist. Und Dämonen, man hat zwar immer mal von ihnen gehört und man hat darüber gemunkelt, aber dass es Dämonen tatsächlich gibt, daran hat Tanjiro bisher noch nicht geglaubt. Und ja, seine Schwester lebt, ist aber verändert und durch diesen jungen Mann stellt Tanjiro dann auch fest, dass seine Schwester eine Dämonin geworden ist. Nur ist sie eine besondere Dämonin geworden, denn sie hat sich nicht auf Tanjiro gestürzt, um ihn zu fressen oder um an seinem Blut ranzukommen. Ja, und hat auch bisher noch keinen anderen Menschen angegriffen. Und durch die Begegnung mit den Demon Slayer ist in Tanjiro der Wunsch gereift, ein Gegenmittel dafür zu finden, um seine Schwester quasi von einem Dämonen wieder in einen Menschen zurückzuverwandeln. Mir hat dieser Manga total gut gefallen. Es ist mein erster Manga aus dem Manga Kalt Verlag. Und ja, was hat mir, also ich mag oder ich mochte diese Zeichnungen sehr, sehr gerne. Da das alles sehr großflächig ist und auch die Sprechblasen gut zu lesen sind. Ich mag sowas sehr ganz gerne, wenn eine Serie so klar gegliedert aufgebaut ist. Ja, und ich habe im Vorfeld auch schon wirklich viel über Demon Slayer gehört. Das ist ja wirklich eine Hype-Serie und der Anime soll wohl auch sehr gut sein und da dachte ich probiere einfach mal den ersten Band und der hat mir sehr gut gefallen. Und ja, weil ich eigentlich meistens dann auch wirklich auch die Bände dann schon nach dem ersten Band in einem Art Abo kaufe, habe ich dann tatsächlich auch schon Band 2 hier gehabt und Band 3 und konnte gleich im Anschluss weiterlesen. Ja, und mehr gibt es eigentlich jetzt gar nicht zu der Reihe zu sagen. Anschluss dachte ich lese jetzt mal wieder was Mädchenmäßigeres und habe in einem Reread, was bedeutet einfach, ich habe
das nochmal gelesen. Mit dem ersten Band von Reflections of Ultramarine angefangen. Die Reihe ist im, oder erscheint im Ultraverse Verlag und ist von Mayu Sakai. Genau, und hier lernen wir die 16-jährige Koharu kennen. Sie geht in, auf ihrer Schule in einer besonderen Klasse, und zwar in eine sogenannte Showbiz-Klasse. Da sind nur Schüler drinnen, die entweder als Schauspieler arbeiten, als Model oder eben als Popstars. Genau, und auch Koharu hat kleine Auftritte als Werbefigur, so als Statistin. Ist jetzt nicht die mega angesagte Schauspielerin, weshalb die anderen in ihrer Klasse sie jetzt nicht so auf dem Schirm haben. Ja. Und während ihre anderen Klassenkameraden oft dem Unterricht fernbleiben, weil sie ja eben arbeiten müssen, ist Koharu zum Beispiel eine, die ist immer da, weil sie, wenn sie ihre wenn sie Aufträge hat, sie dann doch meistens nach der Schule eben ausführen kann oder am Wochenende oder in den Ferien. Deswegen ist Koharu eine sehr, sehr gute Schülerin, die wirklich immer da ist. Und ja, ihre Klasse soll zu Beginn des neuen Schuljahres eine Theateraufführung aufführen. Und die Rolle, also das Theaterstück ist Romeo und Julia. Und die Rollen werden eben per Losverfahren ausgelost. Und man munkelt, dass die Hauptdarsteller des Theaterstückes, dass denen eine große Zukunft vorhergesagt werden. Ja, und wie es der Zufall so möchte, bekommt Koharu die Hauptrolle der Julia und ist natürlich total begeistert, sehr zum Unmut ihrer Mitschülerinnen, die sie auch versuchen, sie dezent darauf hinzuweisen, die Rolle doch abzugeben, denn Koharu ist ja ein No-Name. Koharu ist aber so super drauf, dass sie das gar nicht mitbekommt. Also diese kleine Spitze, die ihr da entgegengebracht wird, sie reagiert wirklich mit Herzlichkeit und Freundlichkeit auf diese ganze Sache. Und ja, es hat Spaß gemacht, von ihr zu lesen. Es gibt einen Grund, warum sie gerne Schauspielerin wird. Das wird ja auch relativ schnell, bekannt gegeben, was denn der Antrieb für sie ist, ins Showbiz reinzukommen. Und neben ihrem Kindheitsfreund, der ein sehr angesagter Jungschauspieler ist, gibt es auch den Ren Serizawa. Das ist der junge Herr hier. Und ja, mit denen hat es auch noch einige Besonderheiten auf sich. Welche genau, müsst ihr selbst lesen. Mir hat die Reihe auf jeden Fall bisher ganz gut gefallen. Ich habe jetzt im August Teil 1 bis 4 gelesen. Soweit ich weiß, ist die Reihe, glaube ich, in 5 Bänden abgeschlossen. Da bin ich mir jetzt aber nicht so sicher. Der 5. Band ist gestern bei mir eingezogen. Ich werde es also im September lesen, wie es weitergeht. Eine sehr süße Reihe. Schön. Auch lustig, ist was fürs Herz und es ist auch so eine Schulgeschichte, aber ja, hat mir gut gefallen und hat mir Spaß gemacht. Hat mich aber auch tatsächlich sehr an eine andere Reihe erinnert, die ich über alles liebe und zu der ich auch gleich kommen werde. Zum einen, weil es hier auch um Showbiz geht, zum anderen, weil dieser nette Herr hier auch Ren heißt. Genau wie eine andere Figur der besagten nachfolgenden Reihe. Ja, also falls ihr was locker leichtes, Showbiz-mäßiges lesen wollt, Reflections of Ultramarine hat mir jedenfalls Spaß gemacht.
Ja, die Reihe, von der ich gerade gesprochen habe oder die ich angedeutet habe, ist Skip Beat von Yoshiki Nakamura aus dem Carlsen Verlag und ist im Carlsen Verlag ein gefühlter Dauerbrenner, denn die Reihe habe ich damals schon als Teenager gelesen, als es noch die Daisuke gab, denn da ist die Reihe erstmalig erschienen in Deutschland und dann eben in Einzelbänden alleine rausgekommen. Mittlerweile gibt es 43 Bände. Sie ist noch nicht abgeschlossen, also sie ist auch in Japan noch nicht abgeschlossen und mittlerweile kommen aber die Bände wirklich in einen sehr langsamen Rhythmus heraus. Ich habe letztes Jahr mir ja, vorgenommen oder ich habe mir im letzten Jahr wirklich jeden Monat 5 Bände in der Reihe gekauft, damit ich die dann doch irgendwann alle komplett habe. Und ja, seit Anfang des Jahres lese ich jetzt immer mal mit einer Pause pro Monat ungefähr 5 Bände von der Reihe. Deswegen habe ich im August Band 31 bis Band 35 gelesen, habe hier jetzt aber nur 4 Bände in der Hand. Ja, worum geht es in Skip Beat? Für mich persönlich ist Skip Beat ja die Mutter der Showbiz-Mangas. Wenn ihr das anders seht, würde mich interessieren, welche Reihe es mit Skip Beat auf jeden Fall noch aufnehmen kann und welche ich mir vielleicht mal angucken sollte. Es geht hier nämlich um die 16-jährige Kyoko, die mit ihrem Kindheitsfreund Shotaro Fuwa nach Tokio kommt. Denn Sho hat einen Traum, er möchte der angesagteste Popstar und Held werden, den Japan je gesehen hat. Und Kyoko soll ihn begleiten als Unterstützung. Was sie auch macht. Sie ist sehr heimlich in ihn verschossen und träumt sich auch schon ihre Zukunft wirklich in den schillerndsten Farben mit Sho aus, dass sie ihn dann eines Tages heiraten kann, dass sie beide den Familienbetrieb seiner Eltern übernehmen können. Und ja, ist natürlich dann sofort Feuer und Flamme, als er sie fragt, ob sie ihn begleitet und kümmert sich auch wirklich, geht. Hat die Schule abgebrochen, also beide haben die Schule abgebrochen und Kyoko reißt sich wirklich den Arsch auf, um mehrere Jobs zu machen, um die Wohnung zu finanzieren, damit Sho seinen Traum angehen kann. Tut er auch, er wird tatsächlich ein angesagter Popstar und Kyoko himmelt ihn an vom Feinsten. Dann kommt es aber eines Tages dazu, dass sie ihn dabei erwischt, wie er seiner Managerin ja, offenbart, dass Kyoko für ihn eigentlich ein Nichts ist, ein Niemand ist. Dass er sie eigentlich nur mitgenommen hat, weil er weiß, wie sehr sie in ihn verschossen ist und dass er sie eigentlich in ihrer Gutmütigkeit nur ausgenutzt hat. Als Kyoko das erfährt, brechen in ihr alle Dämme. Also sie rastet richtig komplett aus. Für sie stürzt eine Welt zusammen und wirklich, also sie fängt an, richtig aus sich herauszukommen und sie schwört Sho Rache und sagt, sie wird eines Tages berühmter, bekannter, beliebter als er und er wird sich noch in den Hintern beißen, dass er sie so einfach abserviert hat. Nun gut, Kyoko ist eine Frau der Tat, also sie krempelt wirklich ihr Leben komplett um. Sie wird dann sogar auch noch eine neue Frisur bekommen, also wirklich, sie ist da radikal. Sie krempelt alles um und sie nimmt auch fast keine Rücksicht auf irgendwelche Verluste und hat wirklich ein klares Ziel. Sie muss ins Showbiz, egal wie. Talent hat sie aber keins, also denkt sie jedenfalls. Also sie kann nicht singen und ja, kommt aber durch Hartnäckigkeit tatsächlich auch noch
zu einem Casting rein, der Produktionsfirma LMI. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ich hoffe. Ja, und da stellt man fest, dass sie ein Talent für die Schauspielerei hat. Ihr fehlt nur eine klitzekleinigkeit. Und zwar, sie hat kein Herz. Also sie hat kein Gefühl. Und weil das sehr wichtig ist für die Schauspielerei, wird sie abgelehnt. Da sie aber hartnäckig bleibt, weil sie unbedingt ja ins Showbiz rein möchte, wird eigens für sie die Love-Me-Abteilung ins Leben gerufen. Hier wird sie als Praktikantin eingesetzt und ist quasi ein Mädchen für alles, weil sie lernen muss, einfach ihr Herz und ihr Gefühl wiederzubekommen. Ja, wie es dann auch der Zufall so möchte, lernt sie recht schnell den bekanntesten, berühmtesten, angesagtesten Schauspieler aller Zeiten, Ren Suruga, kennen. Hier taucht übrigens der Name Ren wieder auf. Und dieser ist auch von Cho, der selbsternannte Feind. Ja, und es kommt, dass die beiden, also dass Kyogo sehr, sehr viel mit Ren zu tun hat und ja, ihren Weg im Schauspielerbusiness sozusagen findet und in der Reihe, also die Reihe ist wirklich sehr, sehr lang und ich finde auch, sie entwickelt sich sehr, sehr langsam. Also wir sind ja hier, gut, hier in dem Beispiel jetzt im Band 32, aber ich habe ja bis 35 gelesen, da passiert einiges. Also man lernt Kyogo richtig gut kennen, man leidet mit ihr, man freut sich mit ihr und ja, man hasst aber auch mit ihr. Also Kyogo ist wirklich so ein Charakter, den muss man einfach gern haben. Man lernt aber auf der anderen Seite auch Ren kennen und vor allem bekommt man auch Einblicke in seine Gedanken- und Gefühlswelt ganz gut hin. Und also man bekommt ein gutes Gefühl dafür, wer Ren ist, wie er so tickt und denkt. Und das ist halt alles so toll und das entwickelt sich auch wirklich sehr langsam. Und man merkt halt, dass es auch eine gewisse Chemie zwischen Ren und Kyogo gibt. Und auch das entwickelt sich sehr langsam. Und als Fan der Reihe lese ich wirklich, als Fan der Reihe lese ich wirklich jeden Band und fiebere mit und hoffe, dass sich da zwischen den beiden endlich mal mehr ergibt. Aber wie gesagt, sie entwickelt sich sehr langsam. Und wir sind hier schon bei Band 44 oder 43 in Deutschland. Und ich glaube, wenn das in diesem Tempo so weitergeht, dann wird es davon noch 80 Bände gehen, ehe da mal wirklich was fürs Fanherz geschieht. Aber das macht irgendwo auch nichts, weil die Geschichte drumherum einfach so viel Spannung und so viel Interessantes bietet. Und ich muss auch dazu sagen, dass ja auch der Charakter von Cho einfach immer mal wieder vorkommt. Und dass es schon so einige Momente gab, wo ich so am Zweifeln bin, ob er wirklich dieser totale Vollpfosten ist, der er eigentlich im Band 1 gewesen ist. Also da ist schon schwierig. Da ist man da schon manchmal hin und her gerissen. Also ich liebe diese Reihe wirklich. Ich kann sie nur empfehlen. Es ist eine wunderschöne Geschichte auch mit Love Story Inhalt, aber das ist eher so alles am Rand mit der Love Story. Das kommt wirklich nicht in den Vordergrund und das bestimmt auch nicht die ganze Geschichte. Einziger Manko ist, ich hoffe, ich kann euch das mal zeigen, ohne jetzt so viel, ich muss mal was Passendes raussuchen.
Ja, einziger Manko ist, ich zeige das mal ganz schnell, das ist manchmal ganz schön viel Text auf ganz kleinem Raum. Also während ich jetzt für eine Manga wie Reflections of Ultramarine ungefähr eine halbe Stunde brauche, ich das weggesuchtet habe, brauche ich tatsächlich für Skippy eine Dreiviertel bis 60 Minuten, also dreiviertel Stunde bis 60 Minuten, ehe ich einen Band durchgelesen habe. Aber es lohnt sich. Und jeder Band ist total spannend und ja, ich mag diese Reihe sehr gerne und ich freue mich, im September die nächsten fünf zu lesen. So, ich merke, dass meine Stimme gleich weg ist. Ich hoffe, ich kann noch die letzte Reihe vorstellen, beziehungsweise ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich lese denn nämlich jetzt auch gerade aktuell, oder ich habe ja im August gelesen, Shaman King von Hiroyuki Takai aus dem Tokyo Pop Verlag und in einer neuen Auflage, und zwar in einer 2-in-1-Ausgabe. Denn tatsächlich ist Shaman King auch ein alter Bekannter meiner Jugend. Das ist damals ganz, ganz früher noch in der Banzai gelaufen und dann eben Carlsen Verlag als Einzelbänder erschienen. Aber es wurde halt jetzt neu aufgelegt in einem wunderschönen Sammelband im Tokyo Pop Verlag. Und ja, das war dann für mich, als das dann so angekündigt worden ist, war das für mich ein Grund zu sagen, jetzt sammle ich die Reihe. Es geht hier um Jo. Jo Asakura ist 13 Jahre alt und möchte gerne der nächste Schamanenkönig werden. Denn in seiner Welt gibt es neben den Menschen auch eine Welt der Geister, und der Schamanenking hat die Aufgabe, ein Vermittler zwischen beiden Welten zu sein, und wir begleiten Jo hier auf seiner Reise dahin, irgendwann mal hoffentlich der nächste Shaman King zu werden. Vom Zeichenstil erinnert mich die Reihe wirklich an so typische Shonen-Mangas. Also da hat man auf jeden Fall nicht so viel Shishi und Blink Blink und große leuchtende Augen wie in manchen Chojo-Titeln. Ich finde auch die Figur von seinem besten Freund total toll dargestellt. Und zwar wird sein bester Freund Manta. Und Manta ist, soweit ich das weiß, ja eigentlich genauso alt wie Jo. Aber das Besondere an Manta ist, ich muss das mal gucken. Hier. Ups. Sorry, das da vorne ist Manta. Und Manta ist sehr klein. Und deswegen mag ich Manta sehr gerne, weil er so winzig ist. Wie gesagt, es ist ein absoluter Shonen-Klassiker. Und hier geht es auch wieder um Kämpfe, um Mut, um Freundschaft. Und ich finde auch, dass die Figur von Jo ziemlich Ähnlichkeiten für mich aufweist mit einem Ruffy aus One Piece oder einem Son Goku aus Dragon Ball. Das ist aber, denke ich, ganz normal, weil das so typische Figuren des Genres sind. Aber wie gesagt, ich mag Jo total gerne. Es kommt dann auch später seine Verlobte drin vor. Die Anna, und die Anna hat es echt faustdick hinter den Ohren, also mit der legt man sich am besten gar nicht an. Ja, hat mir total viel Spaß gemacht, den ersten Band zu lesen, und ich freue mich auch auf jeden Fall, wenn es weitergeht. Und ich finde es halt, die Reihe ist ja schon etwas älter. Es gibt dann auch immer am Ende eines Kapitels dann so einen kleinen Steckbrief über manche Figuren, und dann liest man dann, ja, 1981 geboren, oder
86 geboren. Und dann denke ich mir, ja gut, ihr werdet heute jetzt ungefähr älter als ich oder nur 2 Jahre älter als ich. Da kommt man schon so ins Grübeln, dass man etwas älter wird. Ja, auf jeden Fall freue ich mich darauf, im nächsten Monat auch mit Band 2 und 3 und sogar ist er jetzt erschienen, der 4. Band weiterzulesen. Ich bin am Ende angekommen mit meinen August-Manga und ich hatte im August eine tolle Lesezeit und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.